Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, ich begrüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15, natürlich wieder auf Holzhausen. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich will mir ja ein kleines Oldtimer-Prachtstück holen. Und deswegen habe ich mir diesen schönen Deutz D80, möchte ich bald sagen, für 20.000 geleistet, 135 PS. Und ja, der soll natürlich auch ein bisschen was machen hier auf dem Hof. Und deswegen dachte ich mir von. Ja, werde ich einfach mal aufs Acker gehen und ein bisschen Strohballen ja, pressen und hier gleich auf den Anhänger bringen, ne? Und dafür mal den Motor mal an. Der Sound. Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob es der Sound vom Deutz sein könnte? Naja, gut, das Lenkrad wird nicht animiert. So richtig mit den Armen auch nicht, ne? Und Tacho und sowas alles geht natürlich auch nicht. Naja. Gut, wir fahren mal eine kleine Runde. Oh. Hier kommt einer von vorne. Ah, dem werden wir jetzt gleich folgen. Das machen wir jetzt mal. Wir werden dem mal hinterherfahren. Der fährt ja auf jeden Fall jetzt schnell zum großen Feld. 30, da werden wir dann hier vorne mal treffen. Dann werden wir hinter den herfahren, weil da wollen wir nämlich auch hin. Oh. Los, komm. Hinterher, hinterher, hinterher. Los, komm. Weil ich habe ja bei dem letzten, und zwar ein John Deere. Ja, ohne zu gucken, fährt er da, ne? Wenn wir mal ein Tandem hier fahren, ne? Rucki-zucki, mal sehen, ob wir hinterherkommen. Da habe ich ja komischerweise die Strohablage drin gehabt und deswegen, naja, werden wir auf jeden Fall mal schneller hinterfahren und mal ein bisschen was aufräumen. So. Geht der Blinker? Ich weiß gar nicht, ob der Blinker geht. Egal. So, jetzt hinterher. Komm, komm, komm. Ah, hier hinten will ich da auch mal ein bisschen Holz machen. Das habe ich auch schon alles gemacht. Und größtenteils habe ich jetzt alles abgeerntet. Ja. Soll ja einfach nur ein kleines Gimmick sein. Ich bin eigentlich dabei oder am Überlegen, ob ich jetzt hier ein bisschen ja, das Mais hier runterhole. Ich habe ja jetzt die anderen Felder auch Mais angeerntet, weil wir ja auch bald mal Viehzeug uns holen möchten. Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Hier werden wir auf jeden Fall mal Rüben uns gönnen. Na, wir kriegen das alles hin hier. Wie gesagt, das sollen jetzt nicht 100.000 Folgen sein. Aber nachvollziehbar, was ich hier alles mache, ist es auf jeden Fall, wenn man jedes Video so nach und nach ja, guckt, merkt man das schon. Hier ist auch noch so ein Rübenfeld, also Rüben werden wir uns bestimmt die nächsten 14 Tagen wird es auf jeden Fall mal Rüben geben. Das Stroh werde ich ganz normal einsammeln, weil mit diesen ja, Ballen hier auf den Anhänger, die werde ich einfach oben lassen. Ne? Mal gucken. Oh, der macht ganz schön Banane hier, der Johnny. Hier ist noch ein Feld, was ich abernten kann, aber so Reserve ist der. Winterkorn ist das einfach, ne? Schön. Ach, hier hinten geht der Blinker. Aha. Jetzt habe ich es verstanden. Schön wundert. Hätte ich natürlich das Gerät hier vorne auswählen müssen. Oh, Maximus ist schon ein bisschen müde. So, jetzt schauen wir mal. Wie weit wir jetzt hier sind. Oh, der ist fertig, wa? Oh, Entschuldigung. Er ist fertig. Oder ist er noch nicht fertig? Da ist doch noch ein bisschen was, oder? Na klar. Ja, weil er zu spitz ist. Ist einfach zu spitz. Da kriegt das nicht richtig geschissen hier, der Bengel. So, ja, mal schnell rausgehen hier. Na, muss ich mal wieder alles anmachen hier.
Da wir alles ausgemacht. Oh, das ist ein Riesenteil, da kriegst du richtig Angst. So. Alles klar. Wenn wir mal hier anfangen, wo fangen wir am besten an jetzt mit den Schrots hier? Muss ich sowieso erstmal gucken. Fangen wir hier mal an, was ich hier nochmal machen muss. Okay, wir haben mal das Gerät wechseln. Und da werden wir ein bisschen gerade ziehen, ne? So, dann werden wir mal schauen. Wir müssen den Anhänger auch noch wechseln und sagen, Arbeitsmodus an. Harter V. Füllstand. Aha, hier kann ich sogar noch den Füllstand angucken. Aha. Schön. Wie viel kann er denn nehmen? 245 Ballen wahrscheinlich. Gut, dann machen wir wieder ans Gerät. Ausklappen haben wir. Aha, warte mal, ist es jetzt oben? Jetzt ist es unten. Jo, jetzt machen wir mal an. Machen hier nochmal das alles aus. Und jetzt fahren wir mal eine Runde. Oh, da hat aber ordentlich zu ziehen, der Kleine. Aber halbwegs realistisch, ne? Also nicht ganz so krass. Schön, schön. Meine Güte. So, jetzt werden wir mal gucken, ob das der Arbeitsmodus funktioniert. Und der die Ballen dann ordentlich ablegt dort hinten. Wäre auf jeden Fall super, wenn er es machen würde. Ja, mach da, mach da, mach da, mach da, mach da. Schön. So. Wo wollten wir jetzt eigentlich hinfahren? Oh, ich stelle mich wieder behindert an hier. Auch dreckig, die Maschine. Irgendwie sind alle meine Maschinen dreckig. So, war ich hier eigentlich. Wo ist denn eigentlich der Trecker hin? Ist der schon wieder eine Runde gefahren? Ja, weil er zu weit weg ist, glaube ich, vom Drescher. Und der steht jetzt auch schon wieder. Der lädt aber auf jeden Fall. Nee. Doch, Deutz D80. Ja, so heißt er. Habe ich doch recht, ja. Oh je, oh je, oh je. Da könnte ich ja stundenlang fahren, so. Naja, werden wir jetzt auch nicht stundenlang machen hier. Wir fahren jetzt kurz zurück. Wir müssen sowieso noch eine Maschine auffüllen. Den anderen Trecker mal sauer machen. Und noch ein bisschen hier Ordnung auf den Hof bringen. Müde ist der Maximus auch, weil ich hier gerade noch gleich die nächste Aufnahme gestartet habe und es schon wieder ziemlich spät ist. Naja, so wie immer, ne? Unter der Woche wird da nichts bei mir. Oh, schön macht er das ja. Schön. Wollte eigentlich die Maschine gar nicht mehr so richtig nutzen, aber ich dachte mir, ganz ehrlich, man könnte ja auch mal so einen alten Trecker bringen, weil doch ab und zu mal Kommentare kommen diesbezüglich, dass ihr mal gerne so ein altes Gerät sehen möchtet. Und deswegen dachte ich mir, okay, machen wir das einfach mal. So, jetzt fahren wir mal gemütlich hier hinter. Und fahren noch bis zum Drescher und dann werden wir auf jeden Fall mal weitermachen. Wenn man jetzt ganz erpicht ist, dann könnte man natürlich hier Curseplay hier einsetzen. Und der soll hier das ordentlich abfahren. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf, wa? So, ein bisschen versetzter. Wir können ja mal so reingehen. Wollen vielleicht einige noch so sehen, ne? Ah. Interessiert euch sowas? Vorne gucken. Aus der Perspektive es mal angucken. Dann gucken wir mal, wie es da reinfällt.
sammelt aber ordentlich auf, ne? Muss ich wirklich sagen, ey. Oh. Oh, ein bisschen vom Weg abgekommen. So. Da vorne steht der Drescher. Ich glaube, der hat alles abgeerntet. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir den Drescher wieder zurück, ne? Wir können ja nicht wieder wild über alle Felder rüberjagen. Ach, da kommt der Trecker schon wieder. Ja, das ist einfach zu weit weg. Guckt euch's an. Pass auf. Wo willst du denn hin, mein Bengel? Ja, ja, man müsste mal wieder nach vorne. Ich bin dann wirklich wie beim Euro-Truck-Simulator, dass man dann ja hinten ranschaltet, also mit S rückwärts fährt. Oh, der Anhänger ist so geil. So ein Riesenteil. Bisschen übertrieben für meinen Hof, aber ja. Das ist der John Deere Drescher auch. So. Meine Güte, so ein Vieh, Junge. Ah, was ist mit dem los? Ach so, aus. Der ist alle. Hm. Warte mal. Den wollten wir sauber machen. Den machen wir denn sauber. So, jetzt fahren wir mal hier das Röhrchen aus. Und gucken mal, was er da Schönes macht. Ja, schön, ne? Macht er herrlich. Jetzt lieber ein bisschen Ruhe hier. Gut. Den lassen wir. Den hoch. So. Weil der ja hinten nichts mehr zu tun hat, müssen wir auch hier. Wer hat denn die Anhänger hingestellt? Mann, 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 Mann. Müssen wir jetzt erstmal hier aufs Feld fahren und den nachladen mit Saatgut, dass wir hier losagieren kann. So. Oh, hier der Rucki-Zucki, dann kann er gleich losmachen wieder. Gleich wieder zurück. Alles ist ganz praktisch mit so einem Anhänger. Passt schon. So, den stellen wir aber erstmal hier ab. Den werden wir jetzt, wie gesagt, wieder einklappen. Motor an. Hoch, sieht der aus, Alter. Heftig. Werden wir hier mal ein bisschen sauer machen. Und den Trecker, das ist ja nicht mehr feierlich. So. Oh, machen wir von oben mal ein bisschen sauber, ne? Oh, ich wollte gar nicht da rein. Meine Güte, komm her. Müssen wir doch ein bisschen nach unten, ne? Komm her. So. Ich wusste, ich hätte nicht gedacht, dass er dann dreckig wird, aber rucki zucki war denn auf einmal dreckig. Er geht aber wieder schnell sauber. Das geht ganz fix. Also wie es aussieht, sind die Reifen extra, ne? Ach man, ich wollte eigentlich mit E wird, geht man ja runter. Also wenn man jetzt J drückt, bei diesem komischen Flugmodus, dann geht er ja wieder hin und zurück. Also da kann er den Flugmodus ein- und ausschalten. Mit Q gehe ich hoch.
Jetzt sage ich ja, jetzt drücke ich J, kann ich hochspringen und mit E wieder runter. Und wenn ich zu nah natürlich am Träger bin, will er natürlich wieder einsteigen, ne? Oh, der geht aber schnell sauber. Uiuiuiui. Das war aber richtig schnell. Naja, ist halt eine Markenfirma, ne? Das geht dann halt ein bisschen besser. Oh, ich muss mal überlegen, wo ich den ganzen Schrot hinbringe. Eine Ballenpresse will ich ihn auf jeden Fall auch nochmal holen. Ach. Der drückt aber ordentlich, der Anhänger. Oder hier die Saatmaschine. Oh, nochmal ein Stück nach vorne. Also so richtig. Naja, komm mal her jetzt hier. Probieren mal hier hinzustellen. Oh, oh. Naja, passt schon. Lassen wir einfach mal. Und hier werden wir mal die Anhänger wieder ankoppeln und mal wieder gerade ziehen. Das ist ja, kann man sich ja nicht angucken, wie das aussieht. Hier auf dem Hof. Schauen wir mal. Was ist denn los? Will er nicht ankoppeln oder was? So, jetzt. Die Anhänger, die gefallen mir wirklich. Erinnert mich so ein bisschen an HW80. Natürlich ist das hier schon eine Nummer größer und natürlich hübscher. Bin ja gespannt, was jetzt hier. Ich habe ja Mais auch hingemacht. Das werden die. Hier werde ich auf jeden Fall dann wieder Silage drauf machen auf dieser Anhänger. Ja, werden wir mal gucken, wie ich das am besten mache. So, stelle ich die hoch auch ganz normal hier auf die Platte ab und dann ist gut. So. Ach, herrlich. So, Butter aus. Der ist auch fertig. Ach, nee, brauche ich ja nicht. Das auch weg. Fahr den mal ein bisschen zur Seite. Wieder einklappen. Und dann werden wir den anderen kleinen nochmal eine kleine Runde drehen und dann sollte es erstmal auch gewesen sein. Ich werde hier alles noch gemütlich alleine machen. Hier das aufnehmen. Und ich denke mal, es wird auch bald Zeit, dass wir unsere Ballenpresse holen. Ach, das ist wirklich wieder zu tun, zu tun, zu tun, zu tun. Ah, hier ist auch noch ein Feld. Das könnte er auch mal abernten. Oh, das sieht so schlimm aus. So verrottet. Oder kann es sein, dass ich es hier... Nee, ah, verdammt. Verdammt, ich wollte nicht hier hin. So, den werden wir jetzt auch mal schnell noch... zur Straße fahren. Ich will noch mal gucken hier wegen dem Feld. Sieht so wirklich verrottet aus da drüben. Ich habe natürlich auch ein paar Texturpacks hier drin. Ob die jetzt wirklich so großartig was bringen? Keine Ahnung. Müsst ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob ihr jetzt hier an der Grafik so ein bisschen was anderes seht. Hier von Texturen und sonstigen Sachen. Gehen jetzt gleich mal rüber. Ah, haben wir wieder nicht ausgemacht, den Träger. Gehen wir hier gucken. Ist ja sonst nicht so der Raps. Das würde mich mal interessieren. So. Da drüben ist er. Der macht seine Arbeit gut. Ist immer so als kleine Kontrolle. So, jetzt haben wir ihn. Der hat das immer noch an. Ui. Überall versuche ich den Motor auszumachen und hier bei dem. Ja, vergesse ich es. Naja. Ja, das soll es dann eigentlich auch gewesen sein. Ich merke schon wieder, dass mein Hals kratzt. Ach ja, das war wieder. Ich musste jetzt erstmal wieder ein bisschen
Husten. Ach, wäre ich doch wohl ein bisschen krank. Aber ich sage mir immer, solange wie kein Knochen rausguckt, ist alles in Ordnung. Und also bevor ich wirklich zum Arzt gehe und sage, hey, mir geht's nicht gut, da muss wirklich schon viel passieren. Ich weiß, das ist eigentlich überhaupt nicht gut, sollte man auch nicht machen, weil Gesundheit geht immer vor. Aber ich bin da halt so ein Osterei. Außerdem muss ich ja hier, ne, das Heu noch einbringen, weil wenn wir denn in naher Zukunft dann die ersten Kühe uns holen, die wollen dann auf jeden Fall Heu, sage ich schon wieder. Ja, ich weiß, es ist Stroh. Ihr wisst, was ich meine. Wollen ja auf jeden Fall gemütlich im Stroh liegen. Und deswegen muss ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen Stroh einbringen oder einfahren und kann ja nicht einfach so krank machen, ne? Und deswegen, ja, würde ich an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye bye.